Ich hatte den Eindruck gehabt, nur wenn man dazu steht, dass man das erlebt hat, kann etwas ändern. Sonst geht es weiter und die Kirche unternimmt nichts, dass es nicht mehr vorkommt. Im Alter von 9 Jahren bin ich vom damaligen Dorfpfarrer von Trimbach sexuell missbraucht worden. Das hat fast 5 Jahre gedauert. Als Erwachsener habe ich die schlimmen Erinnerungen aus der Kindheit immer verdrängt. Erst, als ich kurz vor der Pensionierung einen totalen Zusammenbruch erlitten habe, psychisch wie physisch, habe ich in einer Therapiestunde fertig gebracht. Das erste Mal im Leben, über die Kindheitserinnerungen zu reden. Das hat sich angefühlt, wie wenn ein grosser Dampfkessel, der unter riesigem Druck gestanden ist, sich plötzlich entleert. Und für mich immer wieder erstaunlich war, warum habe ich es nicht früher fertig gebracht. Ich habe später sehr viel über das Thema gelesen, warum Betroffene so lange haben. Es ist ein Mechanismus zur Abwehr. Es ist ein Mechanismus zum Überleben. Wo ich gemerkt habe, dass ich aktiv werden muss, dass ich etwas dagegen tun muss, ist bei mir die Überzeugung stärker geworden. Ich will das melden. Ich habe fast während einem Jahr täglich probiert aufzuschreiben, was habe ich erlebt, was ist geblieben, mit was kämpfe ich, was will ich. Als der Bericht fast fertig war, habe ich Mut bekommen und bin an die Kirchengemeinde gelangt. Mich hat auch immer Wunder genommen, sind vermutlich noch andere Opfer, andere Betroffene. Bis zum heutigen Zeitpunkt hat die Kirchengemeinde Trimbach Kenntnis von 8 weiteren Betroffenen vom gleichen Täter. Mit der Zusammenarbeit von der Selbsthilfe Solothurn haben wir dann eine Selbsthilfegruppe gegründet. Eine der wesentlichsten Aufgaben der Selbsthilfegruppe ist herauszufinden, was hilft mir, mit der Vergangenheit zu leben, was hilft mir, vorwärts zu kommen, was tut mir gut, was erleichtert mich. Wir wollen erreichen, dass die katholische Kirche endlich Verantwortung übernimmt für Taten, aber auch für alle Folgeerscheinungen, die heute noch nach Jahrzehnten Missbrauchsopfer immer noch darunter leiden. Jetzt geht es mir darum, zu kämpfen für Anerkennung, kompetente Betreuung und Aufarbeitung. Es geht auch darum, Kräfte zu sammeln, in allen Betroffenen, in allen Überlebenden eine Stimme zu geben. Ich kann heute sagen, dass ich einen gewaltigen Heilungsprozess hinter mir habe. Ich habe heute Frieden mit mir und meiner Umgebung gefunden. Ich konnte meine Unruhe ablegen. Es macht Sinn, andere zu ermutigen.